Abreiben. Das ist doch nur ein anderes Wort für Heimat. Und Heimat ist wohl das Gegenteil von Heim. Kinderheim, Altenheim, Tierheim, Obdachlosenheim, Asylantenheim, Heim. Heim, das ist nicht Heimat, ist nur ein Verschiebebahnhof ungeliebter Richtungen, ein Ort der Ortlosigkeit, des Unerwünschtseins, der schlechten Voraussetzungen, der mangelhaften Vorzeichen, der unglücklichen Umstände, der falschen Hautfarbe oder der falschen Konsistenz der Haut. Heim ist da, wo man fortgeht, nämlich Heim, wo zu Hause ist. Vater, das ist ein anderes Wort für Ende des Heimwegs. Denn geboren werden wir alle mit einer unbestimmten Sehnsucht, die uns manchmal wie ein wärmender Schal in den Hals liegt, meistens aber wie ein Strick. Heimweg ist das, was uns begleitet, lebenslang, was spürbar macht, dass es das gibt, dass wir das haben, das, was man Seele nennt, weil kein anderes Wort dafür passend ist, nicht Verstand, nicht Geist, nicht Wissen, nicht Gefühl, nein, Seele. So heißt das Niemandsland, das wir bewohnen, von dem Moment an, wo uns bewusst wird, dass es uns gibt und dass wir anders sind. Anders als der Rest der Welt, anders als alle anderen, anders und darum allein. Vater, das ist das Wort, das für zu Hause steht, für angekommen sein, für angenommen sein, für ganz und gar gekommen sein, ohne Wenn und Aber, ohne Für und Wider, ohne Später oder irgendwann. Vater, mit diesem Wort werden wir Kinder Gottes und groß sind wir geworden, groß. Hinausgewachsen aus der kindlichen Haut, hinausgewachsen aus den eigenen Schuhabdrücken, hinaus und hinein in nichts anderes als Sehnsucht, Heimweh und Verlorenheit. Groß sind wir geworden, manchmal ganz ohne Größe und gerade und manchmal dennoch ohne Rückgrat. Und eines Tages sind wir dann große alte Kinder mit weißem Haar und lediertem Leib und werden wieder kleiner. Stunde um Stunde, bis wir allmählich wieder sogar klein genug sind, um durch diese schmale Öffnung zu passen, durch die wir das Leben verlassen. Dieser Spalt breit, wo nur die Seele durchrutscht, der Körper aber hängen bleibt, wie in einem Sieb. Und dann stammeln wir ein Kindergebet vielleicht, sagen Vater, Vater unser, oder rufen den Vater an, als er selber noch Kind war, Jesu Kindlein, komm zu mir, und doch sind wir es, die kommen müssen, kommen in Gehen und kommen heim als Kinder, klein genug, um zu erkennen, wie viel es in Wahrheit doch größer ist als wir. Und wie gern wir auf einmal auch daran gehen.